Jo, hallo Freunde. Ein Mann behauptet, dass er aus dem Jahr 2082 stammt und er sagt, dass er Millionen von Jahren in die Vergangenheit gereist ist. Auf dem YouTube-Kanal Apex TV hat er seinen sogenannten Beweis enthüllt. Seine Worte sind: Ich möchte euch dieses Bild zeigen. Es ist ein T-Rex und wurde vor 66 Millionen Jahren aufgenommen. Das Bild ist eigentlich von einem lila T-Rex. Der Mann, der sein Gesicht verborgen hält, zeigt dann das verrückte Bild des inzwischen ausgestorbenen Dinosauriers. Man sieht auf dem Bild, wie das Tier über eine Sandfläche läuft, während der Horizont hinter schneebedeckten Bergen zu sehen ist. Das Foto könnte einfach nur aus dem Internet sein, aber der Mann behauptet weiterhin, dass er das Foto gemacht hat. Er sagt weiterhin, man sieht, dass es sich um einen tatsächlich lebenden T-Rex handelt, der vor der Kamera aufgenommen wurde. Ich habe das Foto in meiner Zeitmaschine gemacht, in der ich war. Ich ermutige alle Fotoexperten da draußen, sich dieses Bild genau anzusehen. Ihr werdet schon sehen, dass es in keiner Weise manipuliert wurde. Auf YouTube gibt es einige, die ihm wohl glauben. Andere schreiben zum Beispiel, der Schatten ist falsch, aber ein netter Versuch. Oder, das bekomme ich sogar mit Photoshop besser hin. Meiner Meinung nach, ich glaube nicht an seine Story. Aber dass allgemein Zeitreisen möglich sind, warum nicht? Es gab schon so viele Leute, die meinten, aus der Zukunft zu kommen. Aber jeder erzählt oder prophezeit immer irgendwas anderes. So, okay, das war's auch schon mit den kleinen News. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Findet ihr es lächerlich peinlich oder glaubt ihr ihn? Was denkt ihr eigentlich über Zeitreisen? Lasst es mich wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Okay.